us. That's not true. Ja, ja, was du hast alles gesagt und eigentlich bräuchte ich gar nichts mehr sagen, aber ich habe auch was auf dem Herzen, natürlich auch Dank. Ich möchte in diesem Dank auch alle mit einbeziehen, die jetzt hier sitzen, die ganz kleinen, die heute zum ersten Mal spielen und die ganz Großen, die mal wieder angefangen haben zu spielen und zu singen, die schon seit vor vielen, vielen Jahren bei Frau Beck begonnen haben. Alle sitzen da. Eine große Menge Sänger und Sängern und Spielern. Ich begrüße euch. Ich begrüße euch alle, die hier gekommen seid. Die Angehörigen, Verwandten von denen, die hier vorne musizieren. Ich begrüße euch alle zu einem Fest der Musik. 30 Jahre Sing- und Spielekreis. Es soll ein Fest der Musik sein. Und Musik für mich ist ein Ausdruck der Liebe. Liebe zu Gott. Man jubelt, man jubiliert, wir werden es gleich in der Lesung hören. David ist ein ganz anderer Mensch geworden, weil er Gott liebt und diese seine Liebe im Gesang, im Gedankenspiel zum Ausdruck bringt. Und ich nehme an, dass wir alle, die hier vorne sitzen, so wie David, andere Menschen werden, geworden sind, durch die Musik, letztendlich durch die Liebe. Und so wollen wir nun aufstehen und Gottesdienst halten.